Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dungeons 3. Lords of the Kings sind wir jetzt. Die Gefährten. Die Rückkehr des Königs war nicht unbemerkt geblieben. Sofort sandte das nicht gerade mit kompetenten Generälen gesegnete Böse seine nächstbeste Stellvertreterin vor Ort aus, um sich der Situation anzunehmen. Gut, das machen wir dann mal. Ich gehe mal davon aus, dass damit Talia gemeint ist. Ich weiß jetzt nicht, spielen wir jetzt wieder das Böse oder spielen wir wie in der letzten Mission das Gute? Wir werden einfach sehen, was dabei rumkommt. Ich fand die Mission mit dem Guten eigentlich ganz nett und lustig gemacht, muss ich sagen. War mal was anderes. Und die ging auch relativ fix, ja. Muss man sagen, was ja eigentlich auch immer relativ angenehm ist, wenn man nicht das Gefühl hat, dass das irgendwie... Die Siege von König Arcturus waren nicht unbemerkt geblieben. Dass sich nicht gern selbst um Probleme kümmernde Böse schickte seine Generalin Talia aus, um sich mit dem Problem zu befassen. Okay. Oh, hier wird einem aber auch nichts gegönnt. Kein Urlaub, keine Verschnaufpause, nichts! Jetzt kommt auch noch dieser komische König Arcturus. Wer ist das überhaupt? Versucht den zu googeln, aber das bringt nur komische Einträge zu Starhammer 40k oder was. Aber egal. Tja, jetzt Flugstück hat zurzeit seine eigenen Probleme. Ich werde dafür büßen, dass aus meinem Urlaub nichts wird. Ich werde ihm die versklavten Helden des Landes entgegenwerfen. Ha! Das wird ihn ordentlich demotivieren. Okay. Los, ihr Faulpelze! Baut ein Lager und eine Armee auf und haltet die Stellung, bevor wir diese Gutmenschen ordentlich überrennen. Talia zeigte wieder einmal ihre gesamte taktische Brillanz, komprimiert auf die einfältigste Idee von Masse statt Klasse. In weiser Voraussicht ließ das taktierende Böse sie einen Dungeon errichten, um die unterjochten Helden des Landes zu unterstützen. Okay. Beschützt die bösen beschützt das Lager des zum bösen konvertierten Helden, das Hauptquartier des darf nicht zerstört werden. Okay, gut. Habe ich hier irgendein... So, dann kommt da oben... sehr schön. Gut, 300. Dann mache ich mal euch hier schon mal so. Muss ich also die dann hinschicken oder? Wahrscheinlich ja. Hier noch. So, einmal hopp. Den hier einmal ausbauen, dann. Den hier hoch. Da ich nicht weiß, ob hier später noch welche reinkommen, mache ich schon mal das dementsprechend. Also auf, würde ich mal sagen. So, hier baue ich dann mal Dings hin, den Friedhof. Hier oben baue ich schon mal ein klein wenig weiter aus. So, Heilgurus, ihr werdet da natürlich auch ein bisschen noch weiter ausgebaut, damit ihr mehr Platz habt. Einmal 1000,
Da kommen welche raus. Gut, Naga und den hole ich mir dann noch. So, direkt schon mal. Guru Farm. Komm. Jo, sehr schön. Ich würde sagen, dann baue ich hier mal. Einfach nur das hier schnell, damit ich quasi einfach eine kleine Schatzkammer hier schon mal habe, wo die Dinger reinwerfen können. Das soll jetzt da keine richtige Schatzkammer in dem Sinne werden, sondern einfach nur hier quasi Zwischenlagerung. Damit das dann da schneller geht im Grunde. Gut, hab. Hier kommt der Vortex rein. Zahltag. Hier muss ich noch schauen, was ich da reinmache. Männer, die Brut, welche die Gedanken unserer Freunde vernebelt, weilt dort im Untergrund. Vernichtet sie für Sturmluft! Die Helden von König Arcturus hatten den Dungeon entdeckt. Voller Freude machten sie sich auf den Weg dorthin, da es ihnen deutlich mehr Spaß bereiten würde, bösartige Kreaturen zu verkloppen, als ihre einstigen Weggefährten. Okay. Zumindest dachten sie das, denn natürlich war der Dungeon mit Fallen gespickt und die Monster dort bis an die Zähne bewaffnet. Ha, ha, ha! Die haben keine Chance! So mit Fallen bestickt ist der Dungeon leider gerade nicht. Muss ich mal so sagen. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. So. Ajo. Talia, kannst du mir bitte kurz helfen? Nicht hundertprozentig optimal. Hey, Hände weg! Freunde, es wird Zeit, diese widerwärtigen Verräter vom Angesicht der Erde zu tilgen. Nicht gut. In den Kampf! Helden, die nicht mit euch verbündet waren, machten sich auf den Weg, um Helden, die mit euch verbündet waren, anzugreifen. Verwirrend, ich weiß. Nicht gut. Leute, könnt ihr mal kurz, ich brauche euch hier mal kurz. Kümmert euch bitte drum, damit ich dann da rausstürmen kann und fuck it, ey, da ist tatsächlich was draufgegangen, nicht gut. Ich bin zurück. Nicht gut, ganz und gar nicht gut gerade. Helden des Bösen! Verbündete! Menschlicher Abschaum, der sich uns angeschlossen hat! Haltet die Stellung! Lasst diese elenden Gutmenschen nicht durchbrechen! Haltet Stand! Kommt. Gut, Vortex einmal.
Alle Angreifer auf das Lager der Verbündeten waren bezwungen. Diese waren in Sicherheit. Vorerst. So. Bring mich zum Kampf! Es muss sterben! So. Ich brauche ich dann da oben gleich mal daher. Ihr Halter. Halbwegs vernünftig schon mal. Hey komm, du sollst natürlich auch hier mit oben mit raus. Was auch immer das da jetzt für ein komisches Mist war, aber hey. So. Ja, gut. Horde hoch. Den da. Da kommt dann das rein, hier oben. Da oben baue ich die Krypta rein. Zeit, den Müll rauszubringen. Vernichtet sie alle. Wo ist jetzt mein... Da. Du kommst bitte da auch nochmal mit raus, damit ich da dann schnell... Ja, nicht gut. Zahltag. Alles Gute muss sterben. Nicht gut. Naja, ich sag mal so, wenigstens gab es dadurch Erfahrungspunkte. Vielleicht reicht das hier sogar aus, damit ich hier komm schön da auf die Novizen zuerst und dann hat EP schon mal gegeben. Okay, sehr gut. Ich schaue mal, dass ich hier den da oben vielleicht noch bekomme. Hier. Ja. Einmal schon mal einen Defibrillator reinstellen. Ja, stimmt. Arcanium sollte ich jetzt machen.
Oh, scheiße, die sind viel zu stark. Oh. Das ist tatsächlich ganz cool für mich jetzt. Kommt. Kommt, bitte lass den da rechtzeitig killen. Jo, sehr schön. Das Gute wird fallen. Damit habe ich dafür tatsächlich die EP bekommen. Sehr, sehr schön. Die Helden verstärkten ihre Angriffe auf die Verräter und schickten noch mehr Angreifer los. Ja, gut, es ist schön und gut dafür, aber so, da kommt dann das Arcaneum rein. So, das soweit. Gnadenlosen Bösen konvertierten Helden machten sich bereit, ihr Reich gegen Angreifer zu schützen. So, einmal da bitte raus, damit ich hier. Sehr schön. Schade. Verdammt. Helden, die dem nicht gerade für seine Redlichkeit bekannten Bösen ihre Treue geschworen hatten, fingen an, einige Verteidigungsanlagen zu errichten. Alle Angreifer auf das Lager der Verbündeten waren bezwungen. Diese waren in Sicherheit. Vorerst. So, Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jupp, sehe ich. Weiß ich. Habe ich ein Auge drauf? So. Euch schicke ich dann da kurz wieder rein, damit ich. Okay, 3000 irgendwas bin ich gerade. Das also dazu. Gut, Kerker. Es ist Zahltag. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Nicht gut. Okay. Die abtrünnigen Helden des noch viel abtrünnigeren Bösen erlangten neue Zuversicht und Kraft durch die Präsenz von Talia und gewannen an Stärke. Das ist doch cool. Dass die jetzt stärker geworden sind. Ja, aber das dürfte nicht so problematisch sein, dass das Herz angegriffen wird. Weil eigentlich. Nimm das, du Wurm! Sollten die da ja relativ gut zu besiegen sein.
So. Die zum absolut chaotischen Bösen konvertierten Helden hatten eine Verteidigungsanlage errichtet. Was dürfte die hier oben sein? Jo, sehr schön. So. So, Natura, du kümmerst dich mal bitte da oben drum. Oh. Der hier ist offenbar voll. Gut. So. Da oben kommt dann der Knast rein. Was sollte ich denn jetzt als nächstes machen? Das habe ich dort. Ich bin gerade am Überlegen. Ja, den sollte ich auf jeden Fall einmal machen. Lektorium auch. So, noch ein Imp rufe ich dann. So. Okay, hier oben kommen die nächsten rein. Es sind Feinde. Nee, unten meine ich. Aber, jo, das dürfte eigentlich in Ordnung gehen mit denen da. Die sollten jetzt für mich nicht so die Riesenprobleme hier machen. Fuck it, ey, beide sind jetzt da K.O. Na toll. Wobei, das geht hier ganz gut gerade noch. Die haben wenigstens wieder gewissen Grad an Erfahrungspunkten dazu bekommen. Oh. Verfügt über mich! Ein Gebäude eurer Verbündeten wurde vernichtet. Ah! Oh shit. Die zum absoluten Bösen konvertierten Helden machten sich zur Verteidigung gegen ihre nun verachteten Verwandten bereit. Okay, das sind. Damit sind die da oben zumindest safe, die hier rechts haben safe, die hier unten, vielleicht, doch, das könnte auch noch funktionieren. Gut, ich muss dann nämlich... Bring mich zum Kampf! So, bla.
Die mit euch verbündeten Helden haben einige ihrer Verteidigungsanlagen verloren. Tell me something new. So. Ja. Stimmt, Lektorium. Vorwärts, ihr Verräter! Baut eine Verteidigung, um diese elenden Gutmenschen zurückzuschlagen! Derzeitige Überlebende, die das Lager eurer Verbündeten angreifen wollen, null. Jupp, sehr schön. Schon mal dafür. Ich muss ja trotzdem schauen, dass ich jetzt hier... Das ist schon mal sehr wichtig, aber jetzt muss ich hier halt auf die Fallen gehen. So. Ein 3 von 5. Gut. Der Treffer-Mystifizierer, den brauche ich jetzt. Und dann... Werft mich über den Feind ab! Habe ich hier noch... Die zum absolut chaotischen, bösen, konvertierten Helden hatten eine Verteidigungsanlage errichtet. Kinder, So. Die zum nicht gerade anbetungswürdigen, bösen, konvertierten Helden fingen an, einige Verteidigungsanlagen zu errichten. Veteran, Krieger, das ist schon mal nicht gut. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Die stallen gerade einfach nur. Die sagen, die können den nicht aufhalten. Okay, shit. Leute, ihr müsst wieder rein. Tut mir leid. Aber ich habe keine andere Wahl. Verteidig das Dungeon, Herz. Wohin treibt ihr mich? Kommt. So, einmal bitte da schnell hin. Ehrlich, ich nehme jetzt die 250 und gehe darauf. Befehligt mich. So. Habe ich hier sonst noch irgendjemanden, den ich... Wahrscheinlich gerade nicht. Gut. Dann gehe ich mit euch mal...
kommt. Es ist Zahltag. Einmal bitte pullen. Vielleicht funktioniert's ja. Ha! Das war noch nicht alles. Die Kraft des Grals stärkt meine Mannen und erfüllt sie mit neuer Kraft. Angriff! So. Komm, einmal hier auf die Priesterin zuerst und dann... Komm. Oh, scheiße. Bitte einmal kurz... Eine der Verteidigungsanlagen eurer Verbündeten wurde zerstört. Okay, da unten scheinen die das relativ gut im Griff zu haben. Hier oben könnte es gleich eng werden. Die zum gnadenlosen Bösen konvertierten Helden machten sich bereit, ihr Reich gegen Angreifer zu schützen. So, hi, ihr da. Die zum nicht gerade anbetungswürdigen Bösen konvertierten Helden fingen an, einige Verteidigungsanlagen zu errichten. So. Ein Gebäude eurer Verbündeten wurde vernichtet. Ja, es ist in Ordnung. So.